Und wenn Sie jetzt Lust auf radikale Lösungen haben, habe ich hier Herrn Kollegen Klemet. Er wird Ihnen wahrscheinlich in ähnlich erfrischender Art und Weise seine Erkenntnisse und seine Konzepte vorstellen. Ich bitte Sie, bitte Platz zu nehmen und die Türen zu schließen. Vielen Dank. Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte eine Lösung anbieten für Patienten, die auf Metalle, aus welchen Gründen auch immer, reagieren. Ich glaube, dass wir die Umweltzahnmedizin... Oh, Entschuldigung, ich muss erst mal sehen, wie ich hier... Kannst du mir helfen? Welcher ist es denn? Der hier. Ich glaube, dass wir die Umweltmedizin und die Umweltzahnmedizin in drei Komplexe einteilen müssten. Der eine Komplex ist die toxikologische Belastung. Der zweite Komplex wäre die immunologische Belastung. Über die toxikologische Belastung hat Herr Jenrich gesprochen, das brauche ich nicht zu erwähnen. Über die immunologische Belastung wird Herr Dr. von Beer sprechen, da brauche ich mich auch nicht drum zu kümmern. Als dritte Belastung sehe ich die Belastung über die Matrix, die meiner Ansicht nach in der Umweltmedizin und Umweltzahnmedizin noch zu wenig beachtet wird. Ich werde das nur ganz kurz anreißen, weil ich dafür eigentlich keine Zeit habe, sondern mein Thema ist einfach, Ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, dass wir in wirklich jeder Situation metallfreien Zahnersatz machen können. Bisher ist es noch so, die Meinung geistert noch herum, dass es zu wenige Möglichkeiten gibt, um wirklich in jeder topografischen Situation metallfreien Zahnersatz zu machen. Und die Scheu möchte ich Ihnen so ein bisschen nehmen. Die Toxikologie lasse ich weg, die Immunologie lasse ich auch weg. Matrixbelastung. Die Matrix besteht aus diesem dreidimensionalen Netz. Ich spreche immer von Gespinst, um das irgendwie plastischer zu machen. Dieser Funktionszucker, die Matrix stellt das Molekularsieb für den zellulären Metabolismus dar. Dieses Netz hat eine negative elektrische Grundladung zur Wasserbindung. Wenn ich jetzt Metallionen in dieses Netz durch den Stoffwechsel einbringe, dann verschwindet zu einem großen Teil diese negative elektrische Grundladung, die Wasserbindung fällt weg. Es findet eine Verschlammung statt und damit endet der Metabolismus in einer Verschlackung. Außerdem ist die tissulare Reaktionsfähigkeit sehr behindert. Und jetzt kommen wir über einen ganz einfachen Fall zum Thema metallfreier Zahnersatz. Hier ist der Zahn 2, oben rechts fehlt diese Brücke. Ist noch nicht sehr alt. Ich wollte die nicht entfernen. Dann habe ich daraufhin hier ein zirkonoxidkeramisches Implantat gesetzt und mit einer Einzelkrone verseucht. Das ist ein Fall, der ist nicht spektakulär. Den werden alle schon mal so gesehen haben. Hier, ich bin vorhin von einer Patientin angesprochen worden, ob es auch eine Möglichkeit gibt, metallfrei zu behandeln und außerdem auch ohne Kunststoffe und ohne Kleber. Wir können das inzwischen. Wir machen zirkonoxidkeramische Inlays, die wir zementieren können. Und wir sind inzwischen in einem Genauigkeitsgrad, der mir reicht. Was ich nicht kann, ich kann die Ränder nicht anarbeiten wie bei einem Goldinlay. Deshalb muss ich von vornherein eine größere Genauigkeit haben. Und diese Genauigkeit ist für mich ausreichend, aber ich bin nicht von dieser Methode begeistert. Das heißt, wenn jemand Kunststoffe vertragen kann, dann würde ich das vorziehen. Und wenn jemand Metalle vertragen kann, dann würde ich auch ein Goldinlay von der Randstabilität her einem zirkonoxidkeramischen Inlay vorziehen.
Aber es gibt ja Fälle, wo ich mir beides wegen der Suszeptibilität des Patienten nicht zur Verfügung steht. Und dann muss ich eben einen anderen Weg beschreiten, sage dem Patienten aber, dass es ein größeres Risiko ist, weiche aber von meiner zweijährigen Garantiepflicht trotzdem nicht ab. Das ist jetzt die Präparation, da ist es eingesetzt. Da sagte mir neulich ein Kollege, sieht aber nicht so toll aus. Also erstens sieht es besser aus als ein Goldinlay. Und zweitens kommt es bei solchen Patienten nicht in erster Linie auf die Ästhetik an, sondern in erster Linie auf die Verträglichkeit. Da ist etwas Ähnliches im Unterkiefer. Jetzt kommt ein interessanter Fall, das ist eine 13-gliedrige Brücke in einem Stück aus Zirkonoxid. Auch solches kann man heute inzwischen lösen, was früher nicht ohne weiteres möglich war, weil wir diese großen Zirkonblöcke nicht hatten und weil wir in Zirkon das Risiko einer solchen Spannweite nicht eingehen konnten. Das können wir heute. Dafür gibt es bestimmte Systeme, die uns da heute zur Verfügung stehen. Wenn mich nachher jemand fragt, welches System das ist, will ich ihm das sagen, aber so coram publicum will ich es nicht. Hier ist dann das Gerüst. Dort ist jetzt eine Einzelansicht, dort ist die Einprobe im Mund, dort ist die Schichtung, hier ist das fertige Produkt auf dem Modell. Jetzt kommen wir zu einem anderen Fall. Dieser Patient hatte eine, ihm fehlt die Anlage der beiden Zweier. Sie sehen hier, dass diese Lücke zu groß ist, um von einem Zweier geschlossen werden zu können, jedenfalls ästhetisch zu groß, diese auch etwas. Und der Patient ist 19 Jahre. Wenn dieser Patient jetzt 50 gewesen wäre, hätte ich keine Implantate gesetzt, dann hätte ich eine Brücke gemacht. Aber bei 19 Jahren, da sage ich mir, okay, ich mache zwei Implantate. Und natürlich auch metallfrei. So sieht das Ganze dann aus der Frontalansicht aus. Das ist die Schiene leider etwas unklar. Die Schiene, die er bei mir im Oberkiefer ein Dreivierteljahr tragen muss. Ich richte mich nicht nach den Angaben der Hersteller. Die Hersteller geben für den Oberkiefer ein halbes Jahr an, für den Unterkiefer ein Vierteljahr. Ich mache grundsätzlich im Unterkiefer ein halbes Jahr und im Oberkiefer ein Dreivierteljahr. Ich habe während meiner Praxis und auch während der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen und auch mit Koryphäen, auch von Universitätslehrern gelernt, je besser der Ruf, je weniger braucht man sich terminlich von den Patienten drängeln zu lassen. Und das ist zugunsten der Qualität. So sieht das dann aus. Und das ist die fertige Lösung. Er hat da natürlich Tremen, aber wenn ich das nun geschlossen hätte, dann hätte ich ihm, glaube ich, ästhetisch nicht helfen können. Das Zweite ist, mir sagte dann ein Kollege, ja, du hättest es ausgleichen können, indem du dann ein Venier auf die Einser bringst. Das wäre für mich Körperverletzung. Jetzt ein Fall, herausnehmbarer Zahnersatz, metallfrei, ganz einfach über Klammern gehalten, der vom Patienten sehr gut vertragen wird und der im Grunde genommen den gleichen Komfort gibt wie ein Metallzahnersatz. Das Gleiche mit glasklarer Basis. Ich habe das gestern einem Kollegen erzählt. Dieses ist ein Zufall und zwar deshalb, weil der Techniker die falsche Kartusche gegriffen hat. Aber es ist ganz schön, dass man das zeigen kann, dass das auch geht. Hier ein Fall, das ist eine Patientin, eine starke Rheumatikerin, die täglich 30 Milligramm Cortison nahm und die wöchentlich 8,5 Milligramm Methotrexat nahm. Der habe ich an einem Tag 7 Wurzel tote Zähne gezogen und seit dem Tage hat sie nicht mehr 1 Milligramm Cortison nehmen müssen und sie nimmt jetzt wöchentlich, das ist jetzt 2,5 Jahre her, sie nimmt wöchentlich 1,5 bis 2,5 Milligramm Methotrexat. Die ist nicht gesund, aber ich meine, ich konnte ihr helfen. So sieht das, das Ganze einartikuliert aus. Das sind die Kunststoffmasken, nachdem wir dann im Parallelfräsverfahren die Originale anfertigen. Man sieht hier, man kann also genauso wie in Metall die Schulterfräsung machen, man kann die Geschiebe machen, das ist also alles überhaupt kein Unterschied. Einartikuliert. Das Ganze wird dann in einen Rahmen gespannt, aus dem dann parallel die Fräsung möglich ist. So wird das eingespannt.
Das sind dann die ausgefrästen Grünlinge. Diese Grünlinge schrumpfen im Ofen. Das heißt also, das Parallelfräsgerät ist so eingestellt, dass wir hier mit einem Aufmaß fräsen. Was das Faszinierende ist, wenn wir das in den Ofen schieben, dann ist das Maß absolut identisch. Der Techniker muss so gut wie überhaupt nicht mehr ausarbeiten. Dass also dieses Aufmaß hochrechnen, dieses Abmaß runterrechnen und dann mit einem Prozess wie dem Ofen, dass das so digital möglich ist, wenn mir das jemand vor 10 Jahren erzählt hätte, hätte ich ihm Vogel gezeigt. Das ist also meiner Ansicht nach fantastisch, was die Technik da leistet. So sieht das dann aus, unverblendet auf dem Modell. Man sieht hier die Schulterfräsungen wieder und die Geschiebe. Auf die Geschiebe gehe ich gleich noch ein. Hier, Sie sehen hier, wir haben hier solche Nuten reingefräst. Und da gibt es dann einen Klickeffekt für unsere individuell angefertigten Matrizen. Wir haben ursprünglich fertige Matrizen genommen. Wir haben also ein Prezi-Geschiebe genommen, das kopiert und haben uns nach dem Prezi-Geschiebe gerichtet. Die Zirkonoxidkeramische Oberfläche ist aber so glatt, dass die vorgefertigten Kunststoffmatrizen aus dem Prezi-System nach etwa 2-3 Monaten nicht mehr greifen. Man kann dann zunächst mal sich über 1-2 Jahre mit Erneuerung dieser Matrizen helfen, aber irgendwann reicht diese Erneuerung nicht mehr aus und dann steht man da und kann dem Patienten nichts bieten. Und über dieses individuell angefertigte Klicksystem haben wir da großartige Möglichkeiten. So sieht das dann auf dem Modell aus. Da sieht man nochmal sehr schön die Nut. Hier ist es dann verblendet. Und so sieht das Ganze im Mund aus. Hier ist das herausnehmbare Teil. Und hier haben wir dann die individuell gefertigten Matrizen. Ich zeige gleich, wie das funktioniert, nämlich hier. Das Problem ist, dass wir hier mit 2 Kunststoffen arbeiten müssen, die sich chemisch nicht verbinden. Das heißt, wir arbeiten hier mit einem Nylon und mit einem monomerfreien Acrylat. Das ist ein thermoplastisches Material, was uns in Pellets geliefert wird. Das heißt, das ist industriell hergestellt. Und wir haben hier tatsächlich 0 Monomere. Dieses Material wird von uns eingeschmolzen und dann im Spritzgussverfahren hergestellt. Das heißt, es ist kein Chemoplast. In einem Chemoplast mische ich ein Polymerpulver mit einer Monomerflüssigkeit, mit dem Gedanken, dass diese Flüssigkeit vollständig polymerisiert wird und in dem polymeren Netz aufgeht. Das ist ein Trugschluss. Nach Professor Reichel aus München, und da stimme ich ihm ausnahmsweise zu, gibt es keine Vernetzung, die einen größeren Polymerisationsgrad erreicht als 70%. Und da sind wir natürlich weit, weit drüber. Das Problem ist jetzt, dass wir eine Matrize mit einem Snap-Effekt nicht aus einem Acrylat herstellen können. Das geht nicht. Ob monomerfrei oder nicht monomerfrei, nutzt sich ganz schnell ab. Und deshalb haben wir diese Nylonbasis und wir schießen das hier in Kanäle ein, die wir erstellen. Ja, das sieht man nicht so genau. Und wir haben im Grunde genommen eine physikalische Bindung. Mehr können wir nicht erreichen. Aber nach anfänglicher Skepsis kann ich sagen, das funktioniert wunderbar. Wir haben inzwischen 4 Jahre Erfahrung damit. Und in diesen 4 Jahren haben wir noch nicht einmal dort eine Entsolidarisierung dieser beiden Materialien gehabt. Was wir gehabt haben, dass auch bei uns sich Matrizen abgenutzt haben, dass wir diese Kanäle freigeschriffen haben und dann eine neue Matrize gefertigt haben. Das haben wir schon gemacht. So sieht das Ganze dann im Artikulator aus. Nylon. Nein, das Basismaterial ist Metacrylat. So sieht das Ganze dann im Mund aus. Das heißt also, es ist ästhetisch sehr ansprechend. Und wir können genauso die Parodontien auch in Kunststoff frei halten, wie wir das auch im Metall machen. Das heißt, man sieht hier, dass die Kronenränder nicht von Kunststoff besetzt sind. Ich bin grundsätzlich sogar bei Interimsprothesen gegen die Ausbildung eines sogenannten Kragens. Produziere ich immer eine Parodontose. So sieht das Ganze dann im Biss aus. Da gehe ich jetzt schneller durch, weil ich ja hier eigentlich nur die Möglichkeiten des metallfreien Zahnersatzes aufzeigen will.
Hier ist wieder ein Fall sehr viel einfacher, aber man wird gleich sehen, in der Einfachheit ist auch manchmal eine Komplikation oder eine Komplizierung des Falls möglich. Wir haben ja hier über die beiden Geschiebe, die durchaus auch eine Schulterfräsung haben, trotzdem ein gewisses Kippmomentum. Und dieses Kippmomentum haben wir ausgeglichen über einen retrodentalen Bügel, den wir in Kunststoff ausgeführt haben. Das Ganze sieht dann so aus. Und was uns freut, ist, dass wir nicht nur dem Patienten damit eine Verträglichkeitsvariante bieten, das heißt also, dass wir metallfrei arbeiten können, sondern was mich freut, dass wir ihm auch eine ästhetisch ansprechendere Arbeit bieten können. Und ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass die Patienten begeistert sind. Eine Einschränkung muss ich machen. Die Klammern, die wir aus Nylon herstellen, die müssen wir manchmal bei Patienten, die nicht so sehr sauber sind in ihrer Hygiene, müssen wir die in Abstand von 2 bis 3 Jahren erneuern, weil die sich vollsaugen. Die sehen also dann leicht gelblich, sogar bis bräunlich aus. Das ist nicht die Schuld des Materials, sondern das ist die Schuld des Patienten. Es gibt Patienten, da passiert überhaupt nichts. Aber wir sagen das den Patienten, und wenn die dann eben nicht dem nachgehen, das heißt, wenn die dem mit ihrer Hygiene nicht entsprechen, dann muss das eben erneuert werden, und das ist dann nicht unsere Schuld.